er. Und er war im Training sozusagen der eigentlich viertschnellste, startet eben aus der dritten Startposition. Und Steve Kirsch, der Sieger vom Rennen auf dem Red Bull Ring, Rennen 2 für den ADAC Sachsen im Honda Civic TCR auf der vierten Position. Mario Dablander, dann der Österreicher, mit seinem in diesem Jahr besten Ergebnis, fährt für das Seat Austria, für das Wolf Power Racing Team im Seat Leon. Benny Leuchter in seinem leuchtend rot-orangefarbenen Racing One Golf GTI TCR auf der sechsten Position. Dann ein weiterer Opel Astra von einem, der schon in der Tourenwagen WM unterwegs war, Pierre-Yves Korthals. Für das Team DG Sport Competition ist er unterwegs. Hinter ihm, hinter Pierre-Yves Korthals, dann Antti Buri, der Finne, auch schon siegreich in diesem Jahr für LMS Racing. Und auf der neunten Position Mike Halder in dieser Startaufstellung, der Mann, der für unter der Bewerbung Liqui Moly Team Engstler macht, weitestgehend technisch das Auto selber vorbereitet, aber natürlich technischen Support bei Liqui Moly Team Engstler bekommt. Dann haben wir Pascal Eberle, der Schweizer, für Steibe Motorsport in der 10. Position. Weiter geht es mit einem, der schon Meister war in der ADAC Pro Car vor einigen Jahren, Versant Rademaker, der Belgier für Milo Racing. Tom Lautenschlager in der 12. Position. Harry Protschik, der Zweite in der Tabelle, nur auf Platz Nummer 13, hat den Sprung gestern ins Shootout nicht geschafft. Bas Kauten, der Holländer, auf Platz 14. Dominik Vogel, der schnelle Junior aus dem Hause ADAC Sachsen im Honda Civic TCR, vor Niklas Makschin. Dann Jasmin Preisig, unsere Schweizerin, endlich für Lubner Motorsport im Opel Astra mit von der Partie. Ronny Joost als 18. Dann Kai Jordan, alles andere als Trainingsweltmeister, aber dann trotzdem immer wieder im Rennen weit nach vorne fahren, während das Feld jetzt langsam in der Vidol-Schikane unterwegs ist und gleich über die mit neuer Namensgebung Jaguar-Kurve zurückkommt auf Start und Ziel. Tja, Kai Jordan also auf der 19. Position, dann der Sohn der Rallye-Legende aus Finnland, Juha Kankkunen, Niko Kankkunen in der 20. Position. Tja, und der schnellste im Training, Jürgen Schmal, für Target Competition, damit in der letzten Position aufgrund, wie schon erwähnt, des Motorwechsels. Und somit dürfen wir vor allem auf die Aufholjagd des Jürgen Schmali-Schmalen sehr, sehr gespannt sein. 21 Teilnehmer, erstes Jahr der ADAC TCR Germany. Das heißt, man kann durchaus sehr, sehr zufrieden auf dieses Teilnehmerfeld schauen, zumal wirklich keiner abfällt, was die Leistung betrifft. Hier kommt gerade der leuchtend orangefarbene Golf GTI von Versant Rademaker ins Ziel gefahren, beziehungsweise in die Startaufstellung gefahren. Und auch hier wird stehend gestartet, ganz im Gegensatz beispielsweise zur ADAC GT Masters, wo wir fliegend ins Renngeschehen eingreifen. Hier haben wir den berühmten Grand Prix Start, das heißt, die Fahrzeuge müssen in ihre Startbox hinein, um dann, wenn die Ampel entsprechend das Rennen freigibt, in die nächsten 30 Rennminuten hineinzufahren. Und der Letzte, der eigentlich schnellste, in seiner Box angekommen ist, Jürgen Schmal, gibt es das grüne Tuch. Das ist jetzt gezeigt und wir haben gleich den 9. Meisterschaftslauf der ADAC TCR Germany hier auf der Kurzanbindung des Nürburgrings. Ampel rot, Ampel aus, los geht die wilde Fahrt und einen recht schlechten Start hat Jürgen Schmal. Vielleicht aber auch Hinblick Richtung Mercedes Arena, wo er sagt, da sollen die anderen sich mal tummeln. Da will ich erstmal freie Fahrt und wir haben an der Spitze einen Blitzstart von der Feile von Josh Files, der sich hier wirklich deutlich gleich in Führung setzt und der Zweitplatzierte beziehungsweise der Pole-Setter, den wir hatten mit Jordi Villa, ist dort momentan in der 2. Position, musste sich aber gleich einem Angriff erwehren von Francesco Mora und auch Steve Kirsch mischt da kräftig mit. So schauen wir mal, Mercedes AG Arena Ausgang, ist es Oriola Villa, der in der 2. Position momentan liegt. Alles gut gegangen, kaum Berührungen im Starter Getümmel in der Mercedes Arena und so geht es das erste Mal in die Querspange hinein und wir haben den Führenden nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch den Führenden in dem 9. Meisterschaftslauf hier in der ersten Runde und das ist Josh Files. Im hinteren Mittelfeld geht es schon wieder hoch her, da versucht gerade Ronny Joost sich den Versant Rademaker da zur Brust zu nehmen, aber der hat natürlich mit all seiner Erfahrung schon mal
wunderbar und gekonnt diesen Angriff abwehren können. Und so geht es über den schnellsten Streckenabschnitt hin Richtung Wedolschikane. Der Advan-Bogen wird ja hier absolut Vollgas-flat gefahren. So kommt man ungefähr mit 220 zum Anbremspunkt der Wedolschikane, wo wir an diesem Wochenende ja den etwas langsameren Teil, diese Motorradvariante, fahren werden. Jaguar-Kurve angesagt und jetzt geht es das erste Mal über Start und Ziel nach dem Start. Und wir haben mit Josh Files, den Führenden, der einen Vorsprung von 7 Zehntel mitbringt, vor der 24. Das ist das Auto von Jordi Oriola Vila in der zweiten Position. Steve Kirsch ist Dritter. Dann die 44, Francisco Mora, also die neuen Namen, während es jetzt geknallt hat, beziehungsweise es die Feindberührung gab. War nicht ganz auszumachen. Fakt ist auf jeden Fall, Steve Kirsch steht jetzt da mit der Startnummer 41. War in der dritten Position der Sieger vom zweiten Lauf und ist da mit Mora aneinander geraten. Also da wird Steve Kirsch entsprechend natürlich stocksauer in seinem Auto sitzen. Wir hatten ja eine Position, die ähnlich geartet war. Während wir jetzt noch mal eine Zeitlupe sehen. Allerdings eine Zeitlupe aus dem Mittelfeld, wo, ja, es ist wohl Oriol Mora, der da in langsamer Fahrt unterwegs ist. Tja, und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen über diese Geschichte. Steve Kirsch war in dem Moment noch deutlich vorne zu sehen und wollte einlenken in die Mercedes Arena. Und da war dann, tja, die Spitze des Mora im Heck des Steve Kirsch. Und somit ist für Steve Kirsch das Rennen schon mal definitiv gelaufen. Denn er hat lange Zeit gebraucht, seinen Honda Civic TCR wieder dort ans Laufen zu kriegen. Fährt dem Feld hinterher. Aber wenn es da den Treffer auf die Hinterachse gab, dann wird da auch wirklich definitiv alles irgendwo krumm und schief sein. Und eben der Auslöser, Francisco Mora, ist auch in langsamer Fahrt momentan hinter dem Feld hergefahren, kann es in Anschluss wieder herstellen, während Antiburi dem Twin Bush Seat sich jetzt gerade seiner finnischen Haut, dem Belgier Vincent Rademaker, erwehren muss. Haben das natürlich die beiden an der Spitze, nämlich Vila und Files, zur Kenntnis genommen im Rückspiegel und haben auf einmal einen Vorsprung auf Mario Dablander von 3,8 respektive 2,9 Sekunden. Also das nach zwei Runden ist schon mal ein Vorsprung, mit dem man leben kann. Somit kann sich Vila vor allen Dingen jetzt auch auf die Verfolgung des Tabellenführers Josh Files konzentrieren. Hat also niemanden im Rückspiegel, der da hin und her zackt und ihm das Leben um seine zweite Position schwer macht. Dablander auf der dritten Position, Benny Leuchter in der vierten Position, dann Pierre-Yves Korthals in der fünften Position, Mike Halder ist sechster, Pascal Eberle in der siebten Position. Dominik Vogel hält somit die Honda Civic Fahnen des Team ADAC Sachsen hoch und Steve Kirsch kommt in die Boxengasse hineingefahren, das Auto relativ unrund fahrend und dementsprechend natürlich, man sieht auch das Lenkrad hier in der Boxengasse komplett nach rechts ausgerichtet, also da gab es den Treffer genau auf die Achse, man sieht auch relativ wenig Kampfspuren am Auto, aber klar, es ist die Hinterachse, die dort Probleme macht und Steve Kirsch entsprechend natürlich ohne Chancen jetzt in der Boxengasse angekommen. Tja, und das ist auch Motorsport und das ist auch TCR. Letzter Lauf in der Steiermark, da war es noch himmelhoch jauchzend, da hat er seinen ersten Saisonsieg eingefahren, Steve Kirsch. Tja, und dann zwei Wochen später wurde er im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rennen gekickt und auch hier gibt es eventuell dann noch Grund, über diese Situation zu diskutieren. Übrigens, wenn der ein oder andere von Ihnen Tim Zimmermann vermissen sollte, Tim Zimmermann vom Liquimolli Tim Engstler, jetzt kommt übrigens auch die 44, der Auslöser, Francisco Mora in die Box hineingefahren. Vielleicht gab es da entsprechend gerade eben noch ein kleines Signal von dem einen zum anderen. Bin der Meinung, ja, und der hat den Drive-Thru bekommen, Francisco Mora, oder beziehungsweise man schaut jetzt nach, er nimmt sie auch gleich wahr und fährt hier durch die Boxengasse. Für diese Aktion gab es seitens der Rennleitung und der Sportkommissare eine Drive-Thru-Penalty ausgesprochen und damit kann natürlich Francisco Mora dieses Rennen sowieso in die berühmte Tonne treten. Da gibt es für den, der aus der zweiten Reihe ins Rennen gegangen ist, überhaupt keine Chance mehr auf Punkte, geschweige denn aufs Podium. Tim Zimmermann, nächster Versuch, hatte ja die Begegnung der dritten Art ähnlich unverschuldet wie Steve Kirsch auf dem Red Bull Ring.
als ihm Andrea Bilicki erst angeschoben und dann in die Seite gefahren ist. Bloß dann war er so wütend, dass er das Auto ja mehr oder weniger auf der Rennstrecke abgestellt hat, um da dem Andrea Bilicki die Veliten zu lesen. Zum einen, Veliten lesen vor laufender Kamera kommt beim Motorsport nicht so gut an und vor allen Dingen das Auto entsprechend. Das ist wie wenn sie, keine Ahnung, in Köln am Domplatz ihr Auto nachmittags abstellen, um dem Vorausfahrenden zu sagen, das war nicht so besonders gut und fahren kann ich eh nicht mehr. Also, so ist er zunächst mal Moment, ich schaue gerade, ob der Benny Leuchter, der diesen Angriff durchziehen kann, seinen Angriff in Richtung Pierre-Yves Courtals. Also er wurde auf jeden Fall für dieses Rennen erstmal rausgenommen, ist gar nicht hier. Auto steht zwar beim Liqui-Moly-Team Engstler, aber Tim Zimmermann darf nicht starten. Da gibt es entsprechend noch ein Urteil seitens des Motorsportgerichtes und das warten wir einfach ab und harren der Dinge, die da passieren, dem Zimmermann leider nicht mit von der Partie. Mit von der Partie und zwar mittendrin statt, wie so berühmt und berüchtigt, mittendrin statt nur dabei, das ist Kai Jordan, der gerade eben mal aus der Querspange heraus den ganz, ganz weiten Weg gesucht hat über die Wiese, ist dann quasi aus der Querspange in die Ravenol-Kurve hineingefahren und war dann spätestens aber in der Bielsteinkurve wieder dort, wo er sich wohlfühlt, nämlich derzeit auf der, wo haben wir den Kai Jordan, 13. Position. Ich sagte Ihnen ja, Kai Jordan, alles andere als Trainingsweltmeister, war nur 20. im Training und tobt hier schon mitten im Feld, schon fast in die Punkte, weil bis Platz 10 gibt es Punkte vom Punktesystem, wie in der Formel 1, 25 für den ersten, entsprechend ganz Ganze runtergebrochen dann bis Platz 10, wo es auch noch ein Pünktchen gibt. Mario Dablander schaut momentan mit großen österreichischen Kulleraugen in seinen Rückspiegel seines Seat, denn da ist Pierre-Yves Courtals momentan drauf und dran, näher an ihn heranzufahren, sodass Benjamin Leuchter dort momentan auch nicht so richtig mitfighten kann. Fighten muss Dominik Vogel jetzt weit raus aus der Jaguar-Kurve auf Start und Ziel, während wir auch jetzt Rauchentwicklung sehen am Seat Leon des Antiburi. Also weiß-hellblauer Rauch bedeutet immer, oh, da streift irgendwas an dem Hancock-Reifen. Hancock, ja, der Exklusivausstatter in der ADAC TCR Germany. Und wir sehen ein weiteres Manöver. Nein, das war diese Geschichte Mora gegen Steve Kirsch. Ja, und dann nochmal klar gesagt, also eins möchte ich ganz klar sagen, Steve Kirsch hat mal überhaupt keine Schuld dabei. Alles andere überlassen wir dann den Fahrern und den Sportkommissaren, die ja auch schon einen Schuldigen ausgemacht haben mit der Drive-Thru-Penalty gegen ihn. Dann gab es diesen Unfall, diese Berührung zwischen dem Auto mit der Startnummer 20, während wir jetzt wieder einen abfliegen sehen. Oh, und das ist das Auto von Dominik Vogel. Und das Auto hat also mehrere Kampfspuren und eine Riesenbeule in der Beifahrerseite. Und das Safety Car muss raus. Safety Car ist angekündigt. Safety Car muss raus. Und vielleicht sehen wir auch hier nochmal eine Zeitlupe. Wir sehen auf jeden Fall das Auto von Dominik Vogel. Jetzt die Zeitlupe, der dort sehr, sehr weit abgeflogen ist. Okay, und wir sehen vor allen Dingen auch, warum die Beifahrerseite so extrem eingedrückt ist. Da ist er in den Reifenstapel hineingekracht und beim Anbremsen der Querspange das Auto nahezu ungebremst in diesen Reifenstapel abgeflogen. Zum Glück weit weg von dem restlichen Geschehen. Aber da war auch noch ein anderer beteiligt, der vorher quer kam und vor allen Dingen noch jemand, der sich beim Anbremsen letztendlich mit Dominik Vogel berührt hat. Dominik Vogel, das ist die gute Nachricht, ausgestiegen, schüttelt sich und schaut natürlich jetzt erstmal, was so alles passiert und krumm gebogen ist an seinem Honda Civic TCR. Jetzt sehen wir es nochmal. Der Rauch, ja, der kommt von Antiburi. Und dann, boah, das ist eine ganz, ganz, ganz ähnliche Situation wie auf dem Red Bull Ring. Da kommen sich zwei in die Quere. Und wenn ich mir auf das Tableau anschaue, da war Dominik Vogel, ja, jetzt sehen wir es nicht mehr, weil das Feld ja schon vorbeigekommen ist, neben einem, ich glaube, der Target-Pilot. Und die haben sich berührt und dann ist das Auto fast übers Dach gegangen. Also war ungelogen 1,50 Meter mit dem Heck schon in der Luft, landete dann quasi auf der Fahrerseite, ohne übers Dach zu kullern und knallte dann in den Reifenstapel hinein. Warum sage ich das, ähnliche Situation? Weil genau so sah es für den Moment auch
auf dem Red Bull Ring aus, als Dominik Vogel in der Startphase an Andrea Bielicki ausweichen musste, um dann letztendlich mit Josh Files zusammenzukommen. Dann berührten sich die Räder und der Honda Civic TCR von Dominik Vogel stieg auch da fast identisch wie jetzt auf wie eine Rakete. Auch da hatte er großes Glück im Unglück, dass er nicht weiterfahren konnte. Das war das Unglück, aber Glück, dass es eben nicht übers Dach hinweg ging. Tja, und erst gab es den Schlag aufgrund dieses Doppelpaketes der Reifen, die eigentlich anzeigen, so verkehrsschildmäßig Stopp, hier ist keine Durchfahrt, in die Beifahrertür hinein und dann ging es noch rückwärts in den Reifenstapel. Batsch, wieder einmal das Aus für Dominik Vogel, der wirklich viel, viel Pech hat und wir sehen das Safety Car, das das Feld ja längst eingefangen hat, in der Reihenfolge. Josh Files, der Tabellenführer und der Führende jetzt hier in diesem 9. Meisterschaftslauf, gefolgt von der 24, Jordi Oriola Vila für das Team DG Sport Competition. Mario Dablander in der 3. Position, das wäre definitiv für den Österreicher das erste Podium in diesem Jahr in der ADAC TCR Germany. Aber Pierre-Yves Courtals, der ist natürlich jetzt aufgrund der Safety-Car-Phase wieder ganz, ganz nah herangerückt. Es waren vorhin ungefähr 1,5 Sekunden. Jetzt ist Pierre-Yves Courtals der Mann, der in Belgien zu Hause ist, der ebenfalls für DG Sport Competition unterwegs ist, im Opel Astra direkt wieder dran am Österreicher im Seat, fährt ja auch für Seat Austria, Mario Dablander. Hinter ihm aber auch dann einer, der es wissen will. Der will natürlich hier auf dem Nürburgring ebenfalls auf Siegerehrungspodest fahren für das Team Racing One Benjamin Leuchter, die Startnummer 13. Da der würde sich wahrscheinlich in dem Feld auch manchmal denken, Mensch, können wir nicht hier ausgangs der Vidol-Schikane vielleicht links abbiegen auf die Nordschleife? Da fühle ich mich pudelwohl, da weiß ich vor allen Dingen, dass ich einer der schnellsten bin. Aber Benny, nein, kannst du nicht. Das heißt, wenn du es machst, hast du dich verfahren. Bleib lieber dran am Pierre-Yves Courtals und versuch hier den Weg aufs Podium zu schaffen, momentan in der 5. Position. Pascal Eberle für Steibel Motorsport, der Schweizer, in hervorragender 6. Position. Dann Mike Halder, seiner Startnummer entsprechend auf Platz 7, Bas Skouten auf Platz 8 und dann Tom Lautenschlager, der Junior aus dem Team Liqui-Moly, Team Engstler, als 10. Jürgen Schmal schon von ganz hinten vor auf die 11. Position. Vielleicht kann sich ja sein Landsmann, der Zweitplatzierte in der Tabelle, Harry Procek, jetzt dranhängen an Jürgen Schmal, die Startnummer 11. Hat ja während der Saison, er hat die Saison begonnen in einem Seat Leon Cup Racer für das Team Target Competition. Dann war mal kurz im Gespräch, ob man dann irgendwann auf den Opel wechselt. Aber der Honda hat sich als wirklich tolles Rennauto gezeigt, unterstützt von JAS, die das Auto ja entwickelt und gebaut haben. Entsprechend sitzt er jetzt in einem Honda Civic und hat schon einiges am Boden gut gemacht. Dem kommt natürlich jetzt diese Safety-Car-Phase nicht gelegen, denn die Zeit läuft weiter. Wir haben in 45 Sekunden Rennhalbzeit. Schmal auf 11, Harry Procek auf 12. Dann mit der 4 Niklas Makschin unterwegs. Natürlich auch schon in der TCR International, aber auch in der Tourenwagen-Europameisterschaft fährt er hier für das Liqui-Moly-Team Engstler auf der 13. Position. Dann Vincent Rademaker, der Belgier, auf 14. Kai Jordan jetzt auf 15, ist also wieder ein bisschen zurückgefallen. Ronny Joost für das Team Top Car auf Platz 16, dann mit der Startnummer 17. Unsere schnelle Lady aus der Schweiz in ihrem ersten Rennen der ADAC TCR Germany, Jasmin Preisig in Schwelbrunn zu Hause, fährt für Lubner Motorsport im nagelneuen Opel Astra TCR. Und auch hier muss man sagen, zunächst einmal gilt es im wahrsten Sinne des Wortes, Kilometer zu fressen, Runden zu fressen, zu testen, zu machen, zu tun, um immer weiter in Richtung Spitze zu kommen. Ja, Antti Buri sei Dank, also das war wirklich eine ganz, ganz enge Kiste. Antti Buri sei Dank, sage ich in dem Falle, weil er durch seinen an sich ankündigen Reifenschaden, ich habe ja gesagt, er hat hier entsprechend Rauchentwicklung an seinem Twin Bush Seat Leon, war nicht mehr auszumachen, war nicht zu sehen, mit wem sich da Dominik Vogel in die Quere gekommen ist.
Und tja, es verschwand quasi das Spektakel in der Rauchwolke des Fennen. Wir waren bei Jasmin Preisig, sind dann bei der Startnummer 68 angelangt. Das ist das Auto von Niko Kankkunen, dem Finnen, wie gesagt, dessen Vater viermaliger Rallye-Weltmeister war. Also große Fußstapfen, die er da betreten möchte in der 18. Position. Dann auf Platz 19, natürlich durch seine Drive-Thru-Penalty und den Zwischenfall mit Steve Kirsch weit, weit zurückgefallen. Dem spielt natürlich jetzt diese Safety-Car-Phase wieder ganz, ganz vehement in die Karten. Francisco Mora, der Portugiese, ebenfalls für Target Competition unterwegs, so quasi als wäre nichts gewesen. Er ist nur ans Ende des Feldes zurückgereicht. Ja. Und dann die beiden Honda Civic TCR vom Team ADAC Sachsen, leider am Ende des Feldes. Klar, Dominik Vogel raus aus der Nummer und natürlich schon nach der zweiten Runde auch Steve Kirsch nicht mehr mit von der Partie. Hoffen wir mal, vor allen Dingen am Auto von Dominik Vogel, dass man den Honda Civic TCR dort wieder gerade biegen kann. Ist schon schwer gezeichnet auf der Beifahrerseite, Beifahrertür komplett eingedrückt, die hintere Türe aufgesprungen und dann gab es auch den Einschlag rücklinks dann in die Reifenstapel. Hoffentlich, dass es nur Karosserie ist und dass man die beiden Türen dabei hat und dass man vor allen Dingen den Honda Civic von Dominik Vogel und von Steve Kirsch letztendlich final für morgen wieder flott bekommt. Da gab es die Berührung zwischen der 10 und der 34, Antti Buri und Bas Skauten. Daher dann wahrscheinlich auch das Problem mit dem Reifen hinten rechts am Auto von Antti Buri. Da gibt es aber keine weitere Aktion mehr. Das heißt, das war eine ganz normale Berührung, die der Rennverlauf so mit sich bringt. Also da ist alles im grünen Bereich. Und die Geschichte mit Dominik Vogel bleibt im Moment noch auf dem Monitor der Zeitnahme unkommentiert. Auch da wird man versuchen oder wahrscheinlich noch zu versuchen rauszufinden, mit wem waren denn da beieinander. Aber die beiden Autos waren direkt nebeneinander und das ist auch aus meiner Sicht eine Geschichte, die absolut passieren kann mit dem ganz, ganz bitteren Ende für Dominik Vogel. Auto ist mittlerweile aufgeladen, aber trotzdem aufgeladen auf den Abschlepper. Aber trotzdem ist das Safety Car auf jeden Fall diese Runde noch an der Spitze des Feldes. Und dann wird natürlich auch irgendwann die Mitteilung der Rennleitung kommen. Safety Car in this lap. Das heißt, dann wissen die Piloten, jetzt gilt es wieder vor allen Dingen die Hinterachse der frontgetriebenen Boliden. Wir reden ja hier von den frontgetriebenen 2-Liter-Turbofahrzeugen mit einer Leistung von 330 PS. Es wird sequenziell geschaltet an bei den meisten Fahrzeugen mittlerweile der Lenkradwippe. Wir hatten in der Anfangsphase auch noch 2, 3 dabei, die sequenziell also an dem Gangstopp, wie Sie es von zu Hause aus kennen, noch schalten, wo quasi ohne zu kuppeln die Gänge einfach durchgerissen werden. Mittlerweile die meisten Fahrzeuge mit der Schaltung am Lenkrad, auch hier keine Kupplung nötig. Nur in der Startphase natürlich oder wenn man das Auto dann irgendwo in langsamer Fahrt abstellt, da wird gekuppelt. Querspange ist wieder angesagt. Safety Car kommt diese Runde rein. Jetzt gilt es, sich zu konzentrieren, sich zu formieren und wie gesagt, das Auto wieder auf die notwendigen Betriebstemperaturen zu bringen. Auch die Bremse mag es ja nicht so wahnsinnig gern, wenn sie eiskalt in die Eisen greifen muss. Und entsprechend wird auch hier nochmal das Bremspedal angetippt. Auf der einen Seite müssen die Verfolger schauen, dass die Lücke hin zum Tabellenführer und zum führenden Josh Files von Target Competition nicht zu groß wird. Auf der anderen Seite immer wieder das Links- und Rechtszacken, um vor allem die Hinterachse auf Temperatur zu halten, weil das ist natürlich sonst fatal, wenn man hier gleich über Start und Ziel Richtung Mercedes Arena fliegt, um dann eventuell wenig Brems Balance zu haben, weil die Bremse einfach nicht so greift wie vorgestellt und vor allen Dingen dann auch kein Grip auf der Hinterachse und entsprechend muss man das Ganze austarieren. Josh Files jetzt noch einmal kurz vor der Jago-Kurve, links, rechts und dann wird er irgendwann Gas geben, bremst noch mal kurz das Feld ab und geht jetzt aber mit dem direkten Verfolger unter seinem Heckflügel und das ist Jordi Oriola Vila, der ja aus der Pole Position ins Rennen gegangen ist und vor allen Dingen ist es Mario Dablander, der sich jetzt gegen Pierre-Yves Courtals wehren muss und Pierre-Yves Courtals hat ihn noch auf Start und Ziel überholen können, ist jetzt innen und
kann durchschlüpfen. Der neue Drittplatzierte heißt Pierre-Yves Courtheis. Und den Braten hätte Mario Dablander durchaus riechen können oder ahnen können. Denn Pierre-Yves Courtheis mit seinen 40 Jahren, mit seinen vielen, vielen Einsätzen auch in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ist natürlich einer, der mit allen Wassern des Motorsports gewaschen ist. Josh Fals hat seine führende Position behaupten können. Allerdings weiß er mit Jordi Wheeler natürlich einen hinter sich, der auch viel, viel Erfahrung hat, der auch in der TCR International unterwegs ist und der es gerade eben schon mal zaghaft versucht hat. Aber Josh Fals auch einer, der nicht nur schnell Auto fahren kann, sondern auch meisterhaft seine Position verteidigen kann. Und im Mittelfeld geht es wieder richtig zur Sache. Dort, wo der orangefarbene Golf GTI von Vincent Rademaker unterwegs ist, hinter ihm unter anderem mit Kai Jordan, aber auch ein Auto von Target Competition. Jetzt Mike Halder direkt neben Tom Lautenschlager. Tja, und bei Antti Buri geht es nach wie vor flott dahin. Also diesen Kampf zwischen Reifen und Radlauf und Kotflügel hinten rechts gewinnt da hoffentlich der Reifen, der Hancock-Reifen, während gerade eben mal zur Probe 3-4 Autos in der Vedol-Schikane über die Wiese mussten. Da wird man auch schauen, ob da irgendeiner sich einen Vorteil durch das Abkürzen verschafft hat oder ob es einfach schlicht und ergreifend eine Aktion war, die der Verhinderung eines Unfalls gedient hat. Ronny Joost greift jetzt in Richtung Harry Protschik und Harry Protschik scheint Probleme zu haben, fährt ganz weit links außen und scheint hier chancenlos zu sein, hat 1-2 passieren lassen müssen, könnte aber auch daran liegen, weil er relativ schlecht aus der Jaguar-Kurve rausgekommen ist. Das werden wir natürlich verfolgen, wie sich in den verbleibenden 7,5 Minuten die wie sich die Fahrzeiten da entsprechend jetzt gestalten. Ganz, ganz, ganz wichtiger Aufruf. Ein VW Golf mit dem Kennzeichen AW für Ahrweiler AU 812. Ein VW Golf. Wer ist das? Ach, das bist du. Dann musst du nicht weg. Mir wurde gerade gesagt, der muss weg, aber das ist ein Offizieller hier. Irgendwie scheint dein Auto, lieber Wolfgang, im Weg zu stehen. Wenn du das bist, dann weißt du Bescheid. Dann endet hier auch diese wichtige Durchsage. Wir konzentrieren uns wieder auf diese extremen Kämpfe. Jasmin Preisig hat gerade von ihrem Eidgenossen, von ihrem Landsmann einen in den Hintern bekommen. Also nur sinnhaft gesprochen, denn Jasmin Preisig wollte einlenken und da kam Ronny Joost angeflogen, beziehungsweise Ronny Joost hat dort einen Platz gut machen können und Ronny Joost wiederum kämpft gegen Kai Jordan. Also, und wir reden hier übrigens im Moment von den Positionen 14, 15, 16 und 17. Und da geht es zur Sache, als würden wir ums Podium fahren. Und ums Podium fahren allerdings momentan die an der Spitze. Josh Fals, gefolgt von Oriola Vila und Pierre-Yves Courtheis in der dritten Position. Das heißt, wir haben momentan ein Podium in der ADAC TCR Germany ohne deutsche Beteiligung. Wir haben den Engländer vor dem Spanier und mit Pierre-Yves Courtheis statt Nummer 23 den Belgier. Also sehr, sehr international. Das extrem starke Starterfeld auch hier in der ADAC TCR Germany. Tja, mittlerweile ist übrigens auch unser Übeltäter aus der Anfangsphase mit Steve Kirsch nach seiner Drive-Thru-Penalty und ich sagte ja schon, ihm, nämlich Francisco Mora, hat diese Safety-Car-Phase sehr in die Karten gespielt. Francisco Mora, der Portugiese, ist nämlich mit der Startnummer 44 schon auf Platz 17 angekommen. Jetzt sehen wir wieder eine Aktion. Ja, und da muss Kai Jordan mal eben als schnellster Rasenmäher der Eifel einen ganz, ganz weiten Weg durch die Wiese fahren und kam zum Glück gerade noch rechtzeitig zurück auf die Strecke, um dort die Vedol-Schikane anzubremsen. Da war er mit Sicherheit 40, 50 Meter unterwegs. Aber warum war er das? Ganz klar, weil aus der Ecke heraus hat ihm da der Ronny Joost keinen Platz gelassen und deswegen gab es nur den einen Weg über die Wiese. Zum Glück nicht nass, zum Glück geradeaus und zum Glück nichts passiert. 5 Minuten, exakt 5 Minuten sind noch zu fahren. Josh Fals, 1 Sekunde Vorsprung, also sicher darf er sich seiner Sache auf gar keinen Fall sein, wobei der Vorsprung jetzt etwas größer geworden ist. Ja, und dann kommen natürlich die beiden Teamkollegen vom DG Sport Competition auf 2, Jordi Oriola Vila und Pierre-Yves Courtheis. Und die beiden werden natürlich nicht entsprechend hart zur Sache gehen, wenn es um die Frage geht, wer wird Zweiter oder wer wird Dritter.
Natürlich wird auch ein Pierre-Yves Courtals seine Chance suchen und wenn sie denn da ist, nutzen. Aber ich glaube nicht, dass er das mit der berühmten, ganz, ganz großen und dicken Brechstange machen wird. Da bin ich mir sicher, da wird man teamintern mit Samtpfötchen miteinander umgehen. Falls Wieler Courtals Dublander auf Platz 4 wird natürlich irgendwie versuchen, die Lücke von 2,4 Sekunden wieder zuzufahren, während er sich aber momentan tendenziell eher darum kümmern muss, diesen vierten Platz überhaupt zu behalten. Denn Pascal Eberle von Steibel Motorsport ist direkt unter dem Heckflügel des Seat. Den kennt er, sitzt nämlich selber im Seat und entsprechend weiß er auch genau, wie sich das Auto auf der Strecke verhält, wo er vielleicht seine Chance nutzen kann und die nutzt er jetzt nicht. Und das war ein Ansatz eines Überholmanövers, wo er dann rechtzeitig gesehen hat. Das war im Bereich der Ravenol-Kurve bzw. der Bielstein-Kurve. Ravenol angesetzt, Bielstein festgestellt, da könnte ich reinschlüpfen, aber es hat nicht ganz gereicht. Und auf der geraden Richtung zur Vidol-Schikane reicht es auch nicht. Und so muss er quasi dort zurückstecken. Auch im Advanbogen konnte er nicht genügend Schwung mitnehmen. Wobei wir gerade gesehen haben, dass Mario Dablander brutal über die Curbs der Vidol-Schikane hinweg geräubert ist. Auch da kann ich mir vorstellen, dass irgendwo mal das ein oder andere Zehntel in Sachen der Fahrwerkseinstellung hängen bleibt und dass das Lenkrad irgendwann mal ganz dezent in eine Richtung zeigt. Und Mario Dabler sollte sich vorsehen, das zu oft zu machen. Aber in dem Fall hat es gewirkt, denn in dem Fall hat er 2-3 Wagenlängen zwischen sich und dem Verfolger Pascal Eberle legen können. Der ist aber schon wieder dran. Wir sind in der Mercedes Arena und der große, große D-Zug hinter Pascal Eberle ist dann mit Benny Leuchter, Bas Kauten, Antti Buri, Tom Lautenschlager, Mike Halder, Jürgen Schmal hängt momentan so in der 11. Position fest. Das heißt, da gäbe es im Moment noch keine Punkte für den Österreicher auf der 11. Position. Da müsste er an dem Mike Halder noch vorbeigehen. Conti Spang ist angesagt. Unterschiedliche Linien. Benny Leuchter entscheidet sich hier von den ganz, ganz weiten Bogen, um dann vielleicht wieder frühzeitig mit Schwung dort reinzustechen. Übrigens das Auto von Bas Kauten, kann mich gut daran erinnern, vor 2 Wochen war es hinten rechts, als der Seat Leon Cup Racer des Holländers ziemlich zerfleddert war. Diesmal ist es vorne links. Scheinwerfer zeigt in alle Richtungen, nur nicht nach vorne. Auch die Verbreiterung des Kotflügels flattert dort tüchtig im Wind. Also hier gab es auch schon mehrere Feindberührungen. Tja, und der Twinbush Seat des Antti Buri gibt nach wie vor kräftig Rauchzeichen hinten rechts. Und jetzt versucht er es außen herum und Antti Buri kann sich durchsetzen. Ja, da hat Bas Kauten für einen Moment, war er etwas unaufmerksam. Und das konnte Antti Buri ausnutzen, aber Bas Kauten hat gesagt, okay, bei der Aktion musst du sehr weit rausfahren, war dann wieder in der Jaguar-Kurve innen und konnte somit den Gegenkonter setzen. Und jetzt sind sie nebeneinander auf dem Weg Richtung Mercedes Arena. Und seitens der Höchstgeschwindigkeit hat da wohl Antti Buri einen Vorteil. Und jetzt kommt innen durch auch noch Tom Lautenschlager. Und Bas Kauten hängt da so ein bisschen fest hinter Antti Buri. Wieder klopft man an und jetzt ist Bas Kauten innen und Mike Halder. Der sagt, Dankeschön für die offene Türe. Das ist die meine. Ich habe den Schlüssel dafür. Ich trete ein, im wahrsten Sinne des Wortes, und bin vorbei an Tom Lautenschlager. Das war der erste, den er sich da zur Brust genommen hat. Also neuer 9-Platzierter, jetzt Mike Halder. Aber auch da gab es die Berührung, die einfach, das muss man so sagen, in der TCR, der ADAC TCR Germany mit dazu gehört. Alles im grünen Bereich oder in dem Fall, ja, weiß und gelb und der Liqui Moly Team Engstler Golf von Tom Lautenschlager schon mit ein bisschen Grün dabei. Und ein bisschen von der Farbe hat Mike Halder jetzt auch an der Seite seines Seat. Josh Fals, 1,9 Sekunden sein Vorsprung, den wird er wohl verwalten, denn wir sind in der letzten Runde, 18 Sekunden sind noch auf der Uhr und Josh Fals ist jetzt im Bereich der Vidol-Schikane, das heißt das letzte Mal Jaguar-Kurve, reicht das aus, 8 Sekunden, 7 könnten enge Kiste werden, enges Höschen sozusagen, kommt er da vor der Zeit, er kommt, wird abgewinkt, jetzt ist er da und Josh Fals gewinnt auch auf dem Nürburgring und die beiden Opel Astra auf dem Podium mit dem Zweitplatzierten, mit Jordi Oriola Vila
Und herzlichen Glückwunsch natürlich auch in Richtung Pierre-Yves Korthals, der Belgier, ebenfalls im Opel Astra. Und dann hat es der ein oder andere noch einmal versucht. Die Bremslichter gehen an, um das Ganze wieder zu beruhigen. Kai Jordan gegen Rennende dann weit zurückgefallen, ebenso wie Kankunen und auch Harry Protschik, hatte definitiv ein Problem. Also keine Punkte für Harry Protschik, keine Punkte für Steve Kirsch. Volle Punktzahl, nämlich 25 plus die Zusatzpunkte aus dem Training für Josh Files. Tja, und damit macht er wieder einen riesengroßen Schritt in Richtung Meisterschaft. Wir sind mittlerweile in einer Phase der Meisterschaft, wo man das dann definitiv sagen kann. Wie schon erwähnt, war Josh Files ja ohnehin als Tabellenführer mit 6 Punkten Vorsprung hergekommen. Und jetzt natürlich die beiden Nuller von Protschik und von Steve Kirsch. Entsprechend kann er diesen Vorsprung von 6 auf 31 plus 4 auf 35 Punkte ausbauen. Aber es war doch mal wieder ein Rennen in der ADAC TCR Germany, der 9. Lauf hier auf dem Nürburgring, das von allem, was das Motorsportherz begehrt, was dabei hatte. Wir haben diese Zweikämpfe gesehen, die Berührungen. Wir haben leider natürlich auch das Ausscheiden gesehen aufgrund dieser sehr harten Gangart des ein oder anderen Mitbewerbers. Und wir haben ganz zum Schluss einen sich sehr, sehr freunden, sehen wir gerade nochmal in der Einspielung, Target-Competition-Pilot gesehen, nämlich Josh Files, der seine Führung ausbaut. Und wir haben vor allen Dingen ein Saisondebüt von Opel, vom Opel Astra gesehen, das sich gewaschen hat mit Wieler und Korthals auf den Positionen 2 und 3. Und genau die werden wir gleich auch bei der Siegerehrung sehen. Und wir sehen ebenfalls Tom Lautenschlager vom Liqui-Moly-Team Engstler als besten Junior. Und wahrscheinlich wird einer der Gummerer-Brüder gleich auch oben auf dem Podium stehen für das erfolgreiche Team Target Competition.
Also, da geht schon los, die kleinen Kämpfe, und jetzt werden wir dann nochmal. Ob ein Gerhard den Vorsprung da ausbauen kann oder ob das gut zurückschlagen kann. Also, ich bleiben wir bei der Klasse der RS7, da haben wir nämlich den nächsten Fahrer gerade in die Boxengasse hineinfahren sehen. Und das war Arno Klaasen auf den Vorsprung, der also hier, und das ist definitiv auch unplanmäßig, am Ende seiner ersten Sprintrunde in die Boxengasse gefahren ist und somit jetzt auch viel Zeit verlieren wird, genauso eben wie ja also weiterhin bei Fabian Peitzmeier, wo es momentan noch nicht danach ausschaut, dass man schnell bis weiterfahren kann. Das ist der erste Reifen da. Das heute ist das hier gestartete Fahrzeug. So, und dann kommen wir zur Siegerehrung. 9. Meisterschaftslauf der ADAC TCR Germany. Jetzt sind wir, glaube ich, drauf. Ich höre mich irgendwo und ich sage ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Der Laufsieger nach vorne für Target Competition, Josh Feiss, nach vorne. Herzlichen Glückwunsch, da ist der Sieger und der Tabellenführer auf der zweiten Position für DG Sport Competition, Jordi Oriola Vila. Und vom gleichen Team, herzlichen Glückwunsch, Pierre-Yves Korthals. Und Andreas Kummerer für das erfolgreiche Team mit dazu. Und natürlich der beste Junior, Tom Lautenschlager vom Liqui Moly Team Engstler. Sein Applaus und zu Ehren des Siegers nun die englische Nationalhymne. Da kann man schon mal ein bisschen lauter machen. Die Hymne für den Sieger und aus den Händen von Jürgen Fabri, dem ADAC-Referent für Automobile, der Pokal für den Sieger. Josh Feiss. Josh Feiss für Target Competition. Bernhard Jühl, der Vorsitzende des ADAC Westfalen mit dem Pokal, der hat ihn schon bekommen für den Zweitplatzierten. Das war Jordi Oriola Vila und aus den Händen von Jürgen Hieke, der stellvertretende Vorsitzende des ADAC Westfalen. Der Pokal für den Drittplatzierten Pierre-Yves Korthals. Für das beste Team, und zwar Target Competition, Andreas Gummerer, der Stellvertreter, der Pokal vom Thomas Baltes, dem Hancock-Renningenieur. Und noch einmal Jürgen Fabri mit dem Pokal für den besten Junior vom Liqui Moly Team Engstler, Tom Lautenschlager. Und ihr kennt das Prozedere, get together for the photo. And after this, it's time for champagne. Der ADAC-Sekt steht schon parat. Und ich bin mal gespannt, wie man sich hier geeinigt hat. Gibt es den Champagner, gibt es ihn nicht? An die Pullen, fertig, los. 9. Lauf, ADAC, TCR Germany. Somit schon wieder Geschichte mit einem tollen Ergebnis, tolles Rennen. Tja, und hier geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Ich meine, dass Freund und Kollege Sven Wauer in der Sprecherkabine A schon mit den Hufen scharrt und B auf den Hufstart wartet. Sven, ich bin gleich bei dir und dann, wie gehabt, gehe ich wieder runter, um ein paar Originaltöne einzuhandeln. Ansonsten sind wir natürlich auch mit der Musik jetzt mittendrauf im Geschehen. Einführungsrunde bzw. der Runde in die Startaufstellung der ADAC GT Masters.
Ja, in der Tat, lieber Frank. Und genau zu Ehren dieses 10-jährigen Jubiläums am Nürburgring haben wir dann die Boxenampel um 12.40 Uhr natürlich wieder auf grün geschaltet. In der Regel kennen Sie das.